Hallo zusammen, willkommen zu einer neuen Runde Boxt. Mein monatlicher Rückblick auf die Letterboxd-Liste des letzten Monats, was ich mir so angeschaut habe. Aber sind wir doch ehrlich, diese Videos werden so gut wie gar nicht geklickt. Sie sind auch nicht monetarisiert, deswegen ist das egal. Verdiene ich keine 2 Cent dran. Nein, aber diese Videos werden von wenigen Leuten geguckt, aber diejenigen, die sie schauen, sind dann diejenigen, die wirklich so am Diskurs mit mir interessiert sind und deswegen. Ja, keine Ahnung, ist das hier immer so meine monatliche Viertelstunde, in denen ich ja ganz für euch da bin oder so etwas persönlich in den Kontakt gehe. Deswegen möchte ich sagen, wie geht's dir? Hier bei uns schwirrt seit ein paar Tagen so grippaler Infekt rum. Also das Kind war krank, Uli hat ein bisschen im Hals und wie man hört, scheint es mich jetzt auch mittlerweile erreicht zu haben. Also es geht mir super. Ich habe ein bisschen Druck in der Brust und irgendwie scheint es jetzt so Richtung Nase zu gehen, Nebenhöhlen oder so. Moment. Ich kann auch wunderbar frei durchatmen. Also, keine Ahnung, warum ich klinge wie ein Reibeisen. Aber das ist irgendwie gar nicht das Thema, sondern wir schauen jetzt mal auf die Letterboxd-Liste des vergangenen Monats und oh Gott, was ist das denn? Wir haben jetzt hier das Novum, dass der gesamte Monat auf ein Bild passt. Was ist denn da passiert? Das hat zum Beispiel damit zu tun, dass Uli und ich hier vorrangig Serien geschaut haben. Also, wir hatten Fleabag endlich mal nachgeholt. Ich habe sie zu Wednesday genötigt. Genötigt, obwohl, ich glaube, so schlecht fand sie es nicht. Wir gucken mit wahnsinniger Begeisterung The Orville immer dienstagsabends und freitagsabends Picard. Ne? Und wenn du dann eine so 50-Minuten-Folge von irgendwas guckst, machst du nicht unbedingt noch einen ganzen Film hinten dran. Und obendrein endet mein Abo bei dem Videoversand, den ich da habe. Und deswegen kam auch nicht mehr sonstige Filme von der Seite. Und es gab diesen Monat ja einige Netflix-Filme, die eine Review wert gewesen wären, denen ich aber nicht gefolgt bin. Also es ist irgendwie, kommt ganz extrem aufeinander. Aber schauen wir mal. Wir waren am 2. Februar, ja, das war die Woche, wo die gerade positiv war und wir hier aufeinander hockten. Da hätte ich eigentlich auch Magic Mike bei Dominic Portions Preview gucken wollen. Hat eben nicht geklappt, weil ich gesagt habe, nö, wenn die Frau positiv ist, gehe ich besser auch nicht aus dem Haus. Jedenfalls so, kommen wir jetzt endlich dazu. In dieser Zeit haben wir dann Verwünscht 2 geguckt. Wir haben Teil 1 irgendwann letztes Jahr im Herbst geguckt. Der zweite kam jetzt hier auf Disney Plus und habe ich gesagt, komm, vervollständigen, gucken wir den auch. Hat irgendwie mit Uli ein bisschen Spaß gemacht, den zu schauen, wobei der Film hat so was Künstliches, Synthetisches an sich und das ist genau das, was ich auch bei Hokus Pokus hatte, also Hokus Pokus 2. Und ich mache mir so ein bisschen Sorgen, dass das also quasi die nächste Form von furchtbaren Sequels wird, diese mit den Originalfiguren in echt gealtert, aber künstlich für Streaming billig produzierten Teile. Da sehe ich ganz viel Potenzial nach unten. Der sechste Sneak Preview, Umami oder Der Geschmack der kleinen Dinge war es, glaube ich, in Deutsch mit Gérard Depardieu. Der Film macht Hunger auf Ramen und ja, Depardieu spielt einen Koch, der einen Herzinfarkt hat und sich daran erinnert, dass er mal gegen einen Koch verloren hat, der eben da eine Nudelsuppe ranbrachte und er reist dann durch die Welt, um das Geheimnis von Umami kennenzulernen. In meinem Fall war das Besondere, dass ich diesen Film überhaupt gucken konnte. Das war nämlich so, Uli war halt positiv und ich habe gesagt, ja gut, dann werde ich es jetzt auch haben. Und ich sollte nach 5 Tagen zum PCR-Test meines Arbeitgebers kommen. Und da musste ich 7 Tage warten, weil der 5. Tag wäre Samstag gewesen. Und ich habe gesagt, kann ja nicht sein, dass ich hier, wir wohnen hier unisoliert in einer Wohnung. Und ich bin dann am Montag zum PCR gegangen. Bekam dann ein negatives Ergebnis. Also ich erfuhr 2 Stunden vorher, ey, du bist, ist okay, du kannst ins Kino gehen. Deswegen war es mir fast egal, was läuft. Der Umstand, dass ich ins Kino konnte, war begeisternd. Ja, und der Film war es nicht. Also ich bin mittlerweile vom Thema Sneak Preview etwas genervt, weil die jetzt wirklich in 6, 7 Wochen 5 oder 6 namenlose Franzosen gebracht haben. Es gibt ja auch immer so Mittelklasse-Titel, sowas wie Missing oder so, wo ich auch mitbekomme, wann sind die PVs oder wann gibt es schon erste Reviews, also wann ist kein Embargo mehr dran. Und ganz ehrlich, die kommen da nicht. Und ich sag mal, Sneak Preview ist wie TikTok. Du guckst ein blödes Video auf TikTok, gefällt dir nicht, wischst du weg. Nächstes Video ist vielleicht besser. Und so ist es auch bei der Sneak Preview. Du gehst jede Woche, du denkst dir, ja, heute kommt was Gutes, ach, wieder nicht, dann beim nächsten Mal. Ja, und ja. Ich bin im Moment in der Thematik hochfrustriert, weil es manchmal auch Wochen gibt, wo ich dann sage, ja, ich war jetzt Montag im Kino, ich mache diese Woche nicht noch was. Und manchmal oder häufig
wäre es eigentlich so, dass ich mir vielleicht lieber gezielt einen Film raussuche. Und ich mag eines nicht über auch, dass ich da zwei personelle Verstärkungen dabei habe, die ich jeden Montag da sehe, und zweitens die Exklusivität. So, also wie gesagt, Umami. Ich glaube, es gibt Leute, die werden den mögen, aber ist halt, wie gesagt, so ein Ding, das läuft unterm Radar. Dann am 9. Knock at the Cabin, ja, den habe ich jetzt ziemlich runtergemacht. Gut gespielt, zumindest von Dave Bautista, und über M. Night Shyamalan kann man ja ganz viel diskutieren. Ich respektiere den Mann, ich sehe seine Erfolgsfilme, dass er auch jeden Käse da auf die Leinwand hieft und irgendwie überzeugt ist, da wieder ein Meisterwerk gebracht zu haben, ist irgendwo in so einer Grauzone zwischen echt Eier haben und echt daneben. Knock at the Cabin, ich wollte einfach wissen, was geht da vor, worauf läuft es hinaus. Das weiß ich jetzt und ich hatte den Film, glaube ich, schon auf der Heimfahrt wieder vergessen. Also, wie gesagt, der Titel ist prominenter als der Film. Dann am 11., das waren so meine letzten zwei Lieferungen von dem Videodienst, den ich gekündigt habe. Und das war einmal die Känguru-Verschwörung, von dem ich absolut angetan war, was komisch ist, weil ich wollte den ersten gar nicht sehen, habe den dann ja irgendwann mal durch Zufall doch geschaut und konnte aber überhaupt nichts anfangen. Und der zweite, so wie Känguru und seinen Begleiter da sich mit Klimaleugnern war es oder so anlegen, das war einfach wunderbar. Da hatte natürlich einige Humorebenen, die mir nicht so ganz gepasst haben und so ein bisschen spezieller waren, aber trotzdem, das Ding, ja, hat rundherum Spaß gemacht. Und 3000 Years of Longing, ich sag mal so, ich halte mich ja eher für den geistig schlichteren Zuschauer. Und Uli hat ihr Handy nicht auf lautlos. Ich halte mich ja eigentlich eher für den. Uli hat was zu feiern, was sie anderen Leuten mitgeteilt hat. Jetzt kommen die Glückwünsche rein. Ich bring's ihr gleich. So, also 3000 Years of Longing, ich hatte schon ein paar Mal darüber gehört und ja, ahnte schon, dass das nicht wirklich was für mich ist, hatte ihn trotzdem auf die Liste gesetzt. Er war weitaus zugänglicher, als ich ihn befürchtet habe. Also, ich habe schon vergessen, wer die Hauptdarstellerin war. Sitzt mit ihrem, eine Frau sitzt mit einem Flaschengeist, wer war es, Tilda Swinton? Sitzt mit ihrem Flaschengeist, mit einer Lampe in einem Hotelzimmer, da kommt ein Flaschengeist raus und der erzählt seine Lebensgeschichte. Das könnte eigentlich ein totales Märchen sein und ist doch irgendwie so komplett eigenständig und dass man sowas so zu deinem doch anspruchsvollen Film verquirlt hat, das respektiere ich. Aber ansonsten, ja, ich habe meistens nur durchschnittliche Kritiken gehört und durchschnittlich würde ich dabei belassen, wobei, wie in den meisten Fällen, das ist so ein eigenes spezielles Ding, kann man mal versuchen. Dann Montag, der 13., ja, Sneak Preview, What's Love Got to Do With It, den hätte ich auch schon im Dezember oder so in das PV schauen können, konnte ich damals nicht unterbringen, aber schön, dass es da geklappt hat und ja, war okay. Ich erzähle jetzt einen Satz aus dem Film, weil ich immer wieder sage, es gibt so einen Satz, der den Film für mich über alles hebt, deswegen muss man aber nicht den ganzen Film gucken. Im Film gibt es eine Szene, die auf einer Hochzeit in Pakistan spielt. Da ist ein homosexueller Trauzeuge, der sich zukifft. Und als einer fragt, warum machst du das, sagt er, ich erfülle den Koran, denn im Koran steht, wenn der Mann beim Manne liegt, soll er stoned sein. Den Spruch fand ich so krass passend, beziehungsweise so mutig, oder wie auch immer, also das hat mich irgendwie, der hat mich voll erwischt und ansonsten noch Romcom, eine britische, aber Romcoms sind ja gar nicht mehr so häufig, da kann man durchaus mal ja sagen. Dann 2 Tage später Ant-Man, Quantumania, ja, über den Film wurde viel gesagt, unfassbar hässliches Teil, Relevanz fürs MCU nicht gegeben, außer eben, dass Kang eingeführt wird und ganz ehrlich, auch wenn alle so Jonathan Majors anfeuern, ich kann mit dem Mann und auch mit dem Charakter nichts anfangen. Ich habe so eine These. Wenn man mal so Gestalt nimmt, Captain America, ein schmächtiger Junge, der Kräfte enthält und dann fürs Gute kloppt. Iron Man, ein Millionär, der Mist, Milliardär, der Mist gebaut hat, sich einen Anzug anzieht und für das Gute kämpft und so weiter. Das sind ja alles legendäre Comicfiguren, die in den Filmen auch ausgiebig ausgewalzt wurden, aber ebenso sind es eigentlich recht einfache, zugängliche Figuren, gerade für Nicht-Comic-Kenner. Und ich glaube, die einfachen Figuren sind mittlerweile abgegrast. Das bedeutet, man greift jetzt zu den etwas extremeren und gerade Kang mit dem Tribunal der Kangs im Abspann und verschiedenen Varianten in verschiedenen Universen. Nee, also das wirft mich schon raus und ich bin noch etwas eher in dem Thema angesiedelt als manche andere. Das heißt, das MCU könnte dadurch, dass es zu speziell für Comicfans wird, diese eben glücklich machen, aber die breite Masse der typischen Blockbuster-Kinogänger dann
auch auf lange Sicht verlieren. Also ich glaube nach wie vor, man hätte nach Endgame den Laden dicht machen sollen. Dann ja, 20. Ja, Sneak Preview. Tagebuch einer Pariser Affäre. Wieder eben so ein für mich namenloser Franzose. Er war jetzt generell nicht so schlimm. Es ist halt, Mann und Frau treffen sich, bauen eine Beziehung auf. Das Problem ist, es ist eine Affäre. Das heißt, er erzählt die ganze Zeit von seiner Frau und so weiter. Und eigentlich sind das sympathische Figuren, die eine wunderschöne Chemie haben, aber das Ganze eben unter diesem Oberbegriff. Eigentlich ist das, was die da machen, gar nicht mal so okay. Und es ist auch wieder, keine Ahnung, 90 Minuten Dauerdialog. Also, französischer Film, sowas findet seine Zuschauer, ich was nicht. Am 24. Malignant, da hatte ich jetzt mehr oder weniger Glück. Ich hatte erfahren, als der rauskam, dass der toll sein soll, hatte aber kein Interesse, den zu gucken. Der ist mir auch sonst irgendwo nie untergekommen. Und jetzt ist aber Prime drin. An dem Abend ist Uli früh schlafen gegangen und ich hatte einfach, ich hatte Lust drauf. Und dann habe ich den halt angemacht und ich kann die Begeisterung nicht komplett teilen, aber die Frage ist halt, der Film baut ein großes Mysterium um die mordende Gestalt rum auf. Wenn man dann die Auflösung hat, die ist gleichermaßen genial. Wie hat sie auch, wie auch auf eine gewisse Weise unfreiwillig komisch. Man muss wissen, wo man das wie einsammelt. Was ich lustig finde, in dem Film kam Where's My Mind von den Pixies als so eine gewisse Version vor. Und das tat auch auf den nächsten Film zu, trifft auch auf den nächsten Film zu. Das war nämlich gestern Abend Sneak Preview Sonne und Beton. Gerade Video raus, der Film kommt jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme diesen Donnerstag raus. Ich kenne Felix Lobrecht nicht, ich kenne den Namen, weiß, es ist ein Comedian, Podcaster und so weiter. Und es ist eine Geschichte, die er eben als Buch geschrieben hat, die wohl ein paar biografische Bezüge hat. Ein paar Jungs, die im Jahr 2003 in einem Berliner Problemviertel aufwachsen und versuchen, aus der Schule Computer zu stehlen, um da ein paar Geldprobleme zu lösen. Das Witzige ist, dass das Ganze halt so ein bisschen den Anstrich hat, was Realistisches zu erzählen, aber gleichzeitig mit dem Farbfilter so alles völlig übersättigt, irgendwie einen gewissen Look der Künstlichkeit hat. Und man erlebt im Film eigentlich nicht, dass mal ein Satz am Stück gesprochen wird, sondern nur, ey, Alter und Hurensohn und was weiß ich. Das strengt an. Aber, ja, und das war's schon für diesen Monat. Wie gesagt, an den sonstigen Abend habe ich mit Uli also eben Serien geschaut. Und wenn ich selber mal wirklich so einen Abend für mich hatte, ich habe im Moment so endlos viel zu tun. Ich arbeite da in Sachen Filmfressen, die übrigens diesen Monat bei Kino Plus waren. Wer das noch nicht gesehen hat, meine zwei Quizpartner unbedingt mal anschauen. Die haben einen schönen Job gemacht. Nee, jedenfalls, ich arbeite hier viel oder ich bin auch generell, mir geht es insofern auch nicht so gut, dass ich immer die Konzentration für alles aufbringe und vielleicht bin ich auch an der Stelle, wo ich mir genauer aussuchen muss, welchen Medienkonsum ich habe, damit mir nicht so die Birne zuballert oder so. Und mir fehlt so ein bisschen die Empfänglichkeit und die Sinnlichkeit eben auch auf sperrige und komplizierte Titel. Schauen wir mal, wenn wir jetzt in den März schauen, da nehmen die Titel, über die es Reviews geben sollte, ja geradezu überhand. Und ich weiß noch gar nicht, wie ich das alles wie unterbringen soll. Und vor allem, wenn jetzt hier bei mir aktuell geht es mir eigentlich noch so weit okay, aber Gott bewahre, dass hier wieder einer mit zwei Strichen auf dem Test um die Ecke kommt oder dass ich jetzt hier sonst wie aus den Latschen kippe. Aber ich freue mich natürlich wie ein kleines Kind auf Scream 6. Fablemans finde ich interessant, 65 finde ich interessant, Shazam 2 ist interessant. John Wick 4 ist interessant, wobei ich die kranke Lauflänge von 164 Minuten noch nicht so ganz verstehe. Ich freue mich in der Tat auf Manta Manta 2 und Dungeons and Dragons. Und ihr seht, ich habe schon mindestens einiges ins Auge gefasst. Ich plane noch in dieser Woche eine Review zu Creed, wobei die Frage ist jetzt halt, ob ich gesund genug bin. Und ich hatte, als der Film aufkam, irgendwie das Gefühl, da kommt ein echter Blockbuster. Und jetzt ist das so ein kleiner Titel, der so nebenbei läuft. Und irgendwie die bisherigen Kritiken waren sehr gebremst. Und ich mag Michael B. Jordan nicht, ich mag Jonathan Majors nicht. Und einen Film Rocky's Legacy zu nennen, in dem der auf einer so alten Serie basiert und Rocky da nicht einbauen zu können, klingt für mich schon im Vorfeld nach, könnte daneben gehen. Insofern, ich kann jetzt hier wieder über meine allgemeine Situation reden, aber ja, ich komme klar. Ich hatte jetzt so viele Überstunden, dass ich viele Arbeitstage so ein bisschen knapper gehalten habe, so morgens ein bisschen später hin oder mittags früh nach Hause. Und nicht so, dass ich wenige Überstunden, viele Überstunden in wenigen Gleittagen abbaue, sondern dass ich stattdessen wochenlang so ein bisschen knapper gearbeitet habe. Insgesamt geht es im Büro halbwegs. Insgesamt, es geht. Also ich hatte schon schlimmere Phasen, aber ich brauche ein bisschen mehr Ruhe. Brauche ich immer. Ein bisschen besseres Wetter.
ja, einfach so ein bisschen mehr Sonne und Wärme in jeder Hinsicht. Und ja, und jetzt hoffentlich halt frei Nebenhöhlen. Insofern, das war's schon für diesen Monat. Danke fürs Zuschauen. Danke für eure Anteilnahme. Ja, wünschen wir uns alle ein wenig Glück, Gesundheit. Ich will nicht sagen, bleibt gesund, weil ich finde den Satz doof. Der impliziert, wenn ich das dir sage, dass du gesund bist. Wie fühlt sich ein Kranker, wenn er den Satz hört? Deswegen, ich wünsche Glück und Gesundheit für alle. Für die, die es in diesem Moment nicht haben, hoffentlich baldiges Eintreten. Schaut einen guten Film. Macht was Schönes. Genießt das Leben. Macht's gut. Bis bald. Ciao.